Stadt von Georgetown, der Bus zur Abfahrtsstelle vom Boot, dann weiter am Fluss nach Partika, hier. Kurze Pause, melden bei der Polizei und weiter geht's am Fluss. Das sind dann schon etliche Stunden. Irgendwann kommen wir zu unserer Landestelle. Es wird so bis zu 10 Stunden dauern. Und dort steigen wir dann um ins kleine Boot. Nachdem wir jetzt im Camp angekommen sind, werden wir uns einmal in Richtung Schürfstelle auf den Weg machen. Wir möchten einen kurzen Rundblick übers Camp. Hier haben wir die Unterkünfte, die entstehen. Und das Wichtigste, die Küche. Fotos kommen natürlich auch. Porton, how do you say porton? We do like per day we do like 20 tons, more than 20 tons if the material don't have much wood. Yeah. Yes. Mm-hmm. Well, from here now, the next bit we're gonna work back the diamonds. Mm-hmm. It's because we start seeing the indication start coming on. This PC didn't have much diamonds. We get 12 diamonds. We know diamond is woman's best friend, right? Das ist der erste Weg, wie beim ersten Mal aus dem Wasser Gold herausgefiltert wird. Da liegen Matten drinnen, in denen sich das Gold absetzt. In weiterer Folge hat uns der Chef gerade gesagt, wird es auch größere Anlagen geben, die effizienter arbeiten. Aber derzeit sind sie gerade am Prospekten, sodass hier im Schnitt alle 2 bis 3 Tage 25 bis 30 Unzen herausgeholt werden. Hier wird der goldhaltige Sand zur Pumpe gewaschen und auch der Schmutz, das Reisig, entfernt, damit das nicht die Pumpe verstopft. Und hier wird dann mit dem Schlauch die Erde abgespritzt.
So Leute, wir sind wieder zurück von der 6-Inch-Anlage. Jetzt haben wir mal gesehen, wie das funktioniert mit dem Auswaschen. Morgen werden wir sehen, wie ein Cleanout funktioniert. Das heißt, das Wasser läuft ja mit der goldhaltige Sand läuft ja über diese Matten und das Gold lagert sich ab. Morgen, wie gesagt, der Cleanout. Die 4-Inch-Anlage haben wir nicht besichtigen können jetzt derzeit, weil das so schlammig ist dort, dass wir mit unseren Stiefeln dort nicht hingekommen wären. Der Bagger ist auch gerade dabei, einen neuen Spot zu roden, so für unsere nächste Anlage, wo wir ja auch den Bagger bestellen waren, wie Sie auch schon gesehen habt. Ja, und so entwickelt sich das Ganze und so geht das weiter und ich bin schon gespannt, was die nächsten Tage bringen. Thank you for the crystal. Is it crystal or diamond? No. So, jetzt warten wir auf die Tagesergebnisse von gestern, was aus der Matte rausgenommen wird. Und dann sehen Sie das in Kürze. So schauen die Matten aus, dass man sich das vorstellen kann. Da werden die Matten gerollt. So, jetzt wird das Gold ausgewaschen. Can you show me? So, so wird das Gold da ausgekloppt, ausgewaschen. Nächste Matte wird ausgewaschen. Und diese Video widme ich dem Leute, die über uns schlecht schreiben. Also, push your body here to Guyana. Look this job and after can you kiss the ass for this guy because it's very hard job. Also, I'm fly here. So everybody can see this hard work here for gold. Two, three, six.